Morgen ist es soweit. Der erste Stadion-Vlog nach meinem Urlaub. Ich bin gespannt, wie es wird. Kamera wird auch gleich schon aufgeladen. Das steht hier, das Ganze. Das ist die PowerShot G7X. Die ist eigentlich ganz gut. Die habe ich schon sehr lange. Ich gucke jetzt noch ein bisschen SmackDown. Dann gehe ich schlafen. Und dann sehen wir uns morgen in Elversberg. Also würde ich sagen, bis morgen. So, angekommen. Es regnet wie verrückt. Das war nicht geplant, aber naja gut. Jetzt geht's erstmal in den Fanshop. Ich hoffe, ich mache das die Kamera mit. Ich hätte einen Ring hier mitholen sollen. So, ab rein. Ich habe keinen Bock, mich anzustellen. Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Ich muss die Kamera gleich sauber machen. Nicht mal eine Stunde beginnt Spiel. Vielleicht hole ich mir dann noch die Jacke oder so. Scheint praktisch zu sein. Ich würde sagen, jetzt ab ins Stadion. Ich kaufe mir vielleicht ein andermal was. Ich werde mich natürlich nicht anstellen. So, etwas besser. Die Kamera ist immer noch ein bisschen eingeschlagen. Aber ja. Denkst du mal, wenn es regnet? Stehplatz. Aber das kann man eigentlich nie wissen. Ich werde versuchen, über Dach zu sitzen, weil ich glaube, das ist mit der Kamera keine gute Idee. Ich hätte einen Schirm mitnehmen sollen. So, ich habe mich jetzt weiter oben hingesetzt. Ich glaube ja auch viel besser für die Kamera so. Ich habe auch gesehen, dass Christoph nicht im Kader ist. Dafür spielt Frank Lehmann. Aber ich bin froh, dass Schnellbacher wieder da ist. Letzte Woche in München war ja Wiska Barca auch dabei, wegen die Gwoltomade. Leider war ich nicht dabei, aber Respekt. Wiska Barca auch ein absolutes Vorbild für mich. Und ja, das Rückspiel gegen Halle hat mir leider mit 1:3 verloren. Hoffentlich wird es bei diesem Mal anders sein. Unsere Nummer 1 und das ist Frank. Nee, Mann. Die Nummer 7 auf dem Trikot hat Manuel. Keil. Hoffnung. Und mit der 13 läuft auf Marcel. Correa. Stellbacher. Und mit der 27 Nick. Wolte Marte. Sollte Abseits sein. Ob es Abseits war, das werde ich ja heute Abend sehen. Ich werde mir das in der Pause mal angucken, ob das Abseits war. Schon wieder so eine Großchance versagt. Und mit der Stellbacher hat's gemacht. 42. Spieltorschütze war unsere Nummer 24, unser Kapitän und heißt Luca. Stellbacher. Luca. Stellbacher. Luca. Stellbacher. 7 Elversberg. 1. Halle. Cool. Danke. Bitte.
Und ich bleib das so. Und bitte nicht umschieben. Ich habe mir das in der Halbzeit mal angeguckt. Ja, das war Abseits. Leider. Ich habe das 1-1 nicht aufgenommen. Ja. Und mal wieder. Es ist ein Unentschieden. Aber ich mache mir noch, ein Ding. Oder zwei. Aber ich gehe nicht unentschieden aus. Dann hätten wir wie oft hintereinander unentschieden gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Abschluss! Komm! Vielleicht gelingt uns ja noch den Lucky Punch. Zum 2:1. Wir sind noch 13 Minuten zu spielen. Und jetzt aber! Komm! Einfach mal draufschießen. Packen die wahrscheinlich nicht. Dafür kommt zu wenig von uns. Mehr die Abschlüsse suchen. Aber so wie es aussieht, wieder unentschieden. Ich glaube, dann zum 5. Mal in Folge. Oder schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn es sogar nicht mehr sind. Das gibt's doch nicht. Kann man einen Ball sitzen? So viele Chancen. Zieht doch an! Wie ist das möglich? Wie? Ich check es nicht. Ich pack das alles nicht mehr. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hey, was war gerade am Ende 1:1? Wenn ja, lass den Daumen nach oben da. Lass den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Vielleicht bald in der zweiten Liga. Und ich würde sagen, bis dann.